Lialo, Freunde des gepflegten Wahnsinns. So, ich habe mal meinen Desktop wieder verbastelt und einige Sachen, die mir dabei aufgefallen sind, mal kurz hier aufgelistet. Gut, Precise Penguin. Ich habe das CairoDoc jetzt installiert und das CairoDoc habe ich so installiert, dass es im normalen Ubuntu-Modus mit Effekten läuft. Habe ich also quasi den Startprogramm hinzugefügt, anstelle es, wie eigentlich vorgesehen, den Modus zu benutzen, der beim Login dafür vorgesehen ist, also das CairoDoc zu starten mit Unity. Stattdessen habe ich dann das CairoDoc manuell hier hinzugefügt. Scheint prima zu funktionieren. Gut, dann ist mir aufgefallen, ich brauche relativ wenig CPU. Ja, relativ wenig CPU. Hier sogar viel im Moment, weil ich gleichzeitig noch diesen Screen Recorder laufen habe. Aber ansonsten läuft das CairoDoc das. Und das da unten, das gehört alles zum CairoDoc. Das läuft alles ganz prima und schmerzfrei. Auch im Zusammenhang mit Unity, ne? Und dem HUD und allen Geschichten, die es so gibt. Wollte ich nur kurz erwähnt haben, funktioniert. Ja, und ich habe doch gleichzeitig auch noch Cube Gears am Laufen. Und den Cube funktioniert ungewöhnlich gut. Bei anderen Versionen von Ubuntu bin ich da Schlimmeres gewohnt, dass man lange erst basteln muss. Und meine Compis-Einstellung werde ich dann gegebenenfalls nochmal euch zur Verfügung stellen. Einstellung habe ich im Moment die Plugin-Liste so eingestellt. Sieht man hier vielleicht nicht ganz so gut, aber ihr seht ja, ihr könnt das Video hier stoppen an der Stelle und mal diese Reihenfolge entsprechend machen. Und die automatische Plugin-Sortierung ist auch schon aktiviert bei mir. Gut, funktioniert prima, wie gesagt, CairoDoc. Was die Augen verursacht, was hier diese Monitore zeigt, das läuft prima. Anscheinend rentiert es sich doch, dass man irgendwann mal auf Unity umgestiegen ist, weil Unity auf Compis basiert und alles, was mit Compis zusammenhängt. Ich sag mal, CCSM und auch das CairoDoc basiert auf Compis, läuft seitdem entsprechend prima. Gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.